Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Invest Informant. In diesem Video wird es wieder um den Supercharger gehen und ich habe mich hier breitschlagen lassen, dass sich viele von euch gewünscht haben, einmal zu sehen, wie sich dieser Supercharger hier bei mir in der App entwickelt hat, was sich hier eigentlich getan hat, was man hier beim Supercharger herausholen könnte und was sich hier wirklich auch an Coins angesammelt hat, und genau jetzt werde ich euch das in diesem Video zeigen. Solltest du übrigens das Video zum Supercharger versäumt haben, so verlinke ich dir das Video zum Supercharger rechts oben in der Ecke. Und solltest du vielleicht noch kein Crypto.com Kunde sein, so findest du unter dem Video einen Link, und wenn du selbigen anklickst, bekommst du hier einen kleinen Bonus, nachdem du dich hier angemeldet hast und dir hier mindestens die Ruby Steel-Karte gesichert hast. Bevor wir jetzt aber dann direkt zu mir aufs Smartphone springen und schauen, was hier dieser Supercharger hier alles erwirtschaftet hat, möchte ich euch noch einmal ganz kurz dann die Homepage von Crypto.com zeigen. Wir werden uns jetzt anschauen, was sich hier eben bei den Karten getan hat, beziehungsweise wie jetzt die Lage hier aussieht und was man hier noch an Perks abgreifen kann, beziehungsweise wie sich das Ganze auch entwickelt hat. Und ihr habt es ja selbst gemerkt, in letzter Zeit ist es etwas ruhiger geworden um Crypto.com, zumindest was die Metallkarten betrifft, aber wir befinden uns ja jetzt momentan im Kryptowinter, sage ich jetzt einmal, und vielleicht wird sich das auch wieder ändern, wenn wir hier wieder in den Frühling bzw. in den Kryptosommer übergehen. Lassen wir uns hier mal überraschen, was hier Crypto.com noch alles für uns bereithält. Aber bevor wir jetzt gleich in das Ganze hineinspringen, noch einmal ganz kurz der Hinweis auf mein Notizbuch: Crypto Assets, simply a safe place when hacker can access, das Notizbuch schlechthin für alle Zugangsdaten, die euch wichtig sind, und natürlich auch für die Chance, hier 10 Seeds zu notieren. Der Mehrwert ist riesig, das Feedback ist phänomenal, schaut euch das Ganze mal an. Ich denke, für den einen oder anderen ist das sicher etwas ganz, ganz Tolles. Und bevor wir jetzt final in das ganze Thema hineinspringen, noch einmal ganz kurz der Hinweis, dass alles, was in diesem Video gezeigt wird, in keinster Weise eine Investment- oder Anlageberatung darstellt und nur rein der Unterhaltung dient, und alles, was ihr dann daraus macht oder auch nicht, ist natürlich rein eure Sache. Und jetzt geht's auch schon los, gleich nach dem Intro. Wir befinden uns jetzt auch schon direkt auf der Seite von Crypto.com und werden uns jetzt gemeinsam einmal etwas genauer wieder anschauen, wie sich das Ganze mit den Karten jetzt entwickelt hat. Und vielleicht hast du es bis jetzt noch nicht getan, aber wenn dem nicht so sein sollte, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um unter dem Video auf den Like-Button zu klicken und den Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich dir noch empfehlen, immer das kleine Glöckchen auch anzuhackeln, weil dann bist du wirklich dabei, immer dann, wenn von mir ein neues Video erscheint, und du bist immer top informiert und weißt, was gerade so am Kryptomarkt und auf den ganzen Investmentmärkten so abgeht. Aber jetzt wollen wir natürlich einmal in das Ganze hineinspringen und wollen uns anschauen, was sich hier eben bei den Karten getan hat. Und um genau selbiges zu tun, gehen wir hier auf Produkte und gehen auf Visa Metal Cards. Und dann scrollen wir nach unten und bekommen jetzt hier schon mal eine Auflistung über die Karten. Und für diejenigen von euch, die hier schon länger bei mir im Kanal dabei sind und sich vielleicht auch, weil euch das Geschäftsmodell so gut gefallen hat, eine der Karten gesichert haben, dann werdet ihr es schmerzhaft sicher schon mitbekommen haben, dass sich hier durchaus einiges getan hat, was die Perks betrifft und auch was das Cashback betrifft. Also bei der Midnight Blue ist es jetzt nur mehr so, dass die Karte kostenlos ist, aber man bekommt kein Cashback in CAO. Und bei der Ruby Steel wurde das Ganze auch auf 1% eingedampft, sage ich jetzt einmal. Und auch ich als Royal Indigo Besitzer, beziehungsweise ja, der Green Besitzer, musste das Ganze ja schmerzlich hinnehmen. Und bei mir ist das auch so, dass ich jetzt nur mehr 2% Cashback bekomme. Und bei der Obsidian und bei der Frosted Rose wurde das auch auf 5 und 3% reduziert. Also ich nehme mal an, es ist jetzt wirklich dem geschuldet, dass sich das Ganze einfach wirklich nicht mehr ausgegangen ist. Dann wurde das Ganze jetzt auch gedeckelt, also mit 50 US-Dollar bzw. 25 US-Dollar Cashback in CAO pro Monat. Und leider das, was halt natürlich der meisten, am meisten Schmerzen mit der gesamten Community ist, dass jetzt diese Spotify und Netflix, dass man ja hier bei der Yade Green und bei der Obsidian, also bei der Royal Indigo Karte hatte, dass das jetzt nur mehr für 6 Monate gilt.
oder eben das Spotify bei der Ruby Steel auch nur für 6 Monate und danach läuft es aus. Und früher war das ja eigentlich laufend dabei, solange man hier den Stake am Laufen hatte. In diesen Genuss kommen jetzt nur mehr die Frosted Rose und Icy White und Obsidian Kartenbesitzer. Also hier muss man schon wirklich richtig ins Gesparte greifen. Also 35.000 Euro ist jetzt nicht etwas, was man hier schnell mal auf der Seite hat, um sich hier eine Metallkarte zu sichern. Ja, das ist schon einiges an Holz, wie wir so schön sagen. Das muss man einmal haben, um das hier zu investieren. Also ich bleibe jetzt natürlich einmal dabei und nutze hier weiterhin brav meine Jade Green Karte und hole mir hier mein 2% Cashback in CAO. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, wie seht ihr das Ganze? Habt ihr die Karte schon länger? Benutzt ihr sie immer noch regelmäßig oder habt ihr das Ganze jetzt eigentlich mehr oder weniger zu den Akten gelegt und habt das Ganze jetzt verworfen und pfeift eigentlich auf das Ganze und verzichtet hier auf dieses Cashback und denkt euch, mich interessiert das Ganze nicht mehr, eben weil hier die Perks nicht mehr vorhanden sind. Also wie gesagt, schreibt mir das Ganze unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn wir hier in einen Austausch treten können. Sonst eigentlich das Einzige, was uns Besitzern der grünen und blauen Karte noch bleibt, ist dieser Access zur Airport Lounge. Aber dann war es das eigentlich auch schon. Sonst eigentlich hat sich hier bei den Limits nicht wirklich großartig etwas getan, was mir so aufgefallen ist, weil ich benutze die Karte vorwiegend dafür, um hier meinen Wocheneinkauf zu tätigen und hole mir hier so meine CAOs und diese CAOs packe ich dann immer in den Supercharger. Und wenn natürlich einiges zusammengekommen ist, dann ziehe ich das vom Supercharger ab und stecke das ins Crypto Earn hinein und hole mir hier noch mehr CAOs und das Ganze einmal wöchentlich. Gut, so viel einmal als Update zu den Crypto.com Karten und jetzt ist es soweit, jetzt springen wir direkt zu mir in die App aufs Smartphone. Wir befinden uns jetzt auch schon direkt bei mir am Smartphone und bevor wir jetzt uns anschauen, was ich hier schon alles am Supercharger abstauben konnte, möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Missionen hinweisen. Denkt wirklich daran, hier die Missionen zu machen und vor allem hier euren täglichen Diamanten abzuholen, denn ihr wisst ja, hier im Shop habt ihr immer, wenn ihr 25 Diamanten beisammen habt, die Möglichkeit hier eine Mystery Box euch zu holen. Oder eben, wenn ihr hier mehr mit den Diamanten macht, habt ihr eben die Möglichkeit, hier auch ein NFT zu erwerben. Ich hole mir immer bei 25 Diamanten eine Box. Wie ihr das macht und wie ihr das handelt, bleibt natürlich alles euch überlassen. Aber jetzt werden wir uns wirklich anschauen, was mir hier dieser Supercharger eingebracht hat und wie machen wir das Ganze am besten. Also wir gehen hier einfach auf Konten und gehen jetzt hier auf Crypto Wallet. Und wenn wir hier dieses Crypto Wallet öffnen, dann sehen wir hier sofort, was sich hier in diesem Crypto Wallet so abspielt. Also man sieht hier, die größte Position ist Kronos. Das kommt ja jetzt dadurch, dass ich ja hier eben diese Coins gestaked habe, um hier an die Benefits der grünen Karte zu bekommen. Welche das sind, habt ihr ja vorhin schon auf der Homepage von Crypto.com gesehen, die ich euch ja vorhin gezeigt habe. Und hier habt ihr eben eine Aufstellung dessen, was hier schon aufgelaufen ist, also hier Ethereum, Bitcoin ist hier dabei. Wenn wir vielleicht nur mal auf Bitcoin draufklicken, dann sehen wir, dass Bitcoin hier momentan in der Prämienphase ist. Also ich bekomme hier jeden Tag ein paar Satoshis auf mein Konto gutgeschrieben. Und ich denke, das ist etwas, was sich doch auch durchaus ganz gut anfühlt, wenn man hier eigentlich laufenden Cashflow auf seine Kryptos hat. Und das ist etwas, was immer wieder Spaß macht, wenn man sieht, wie hier seine Coins ein bisschen mehr werden. Und jetzt hat man eben hier eine Auflistung der Coins, die sich hier direkt am Smartphone befinden. Aber das ist ja in Wirklichkeit nur die halbe Wahrheit. Also das sind ja jetzt nur die Coins, die jetzt gegenwärtig hier am Smartphone sich befinden. Wenn man jetzt wirklich wissen möchte, was hier wirklich im Supercharger aufgelaufen ist, dann muss man hier oben auf das Käsediagramm oder Kuchendiagramm klicken, wie ich das immer so schön nenne. Und dann hat man hier eine Aufstellung über alle Assets, die sich hier quasi in der Exchange und auch am Smartphone befinden. Und wenn man jetzt hier ein bisschen nach unten scrollt, hat man hier oben einmal wieder die Kronos
und dann ein paar Polkadot, die ich hier im Earn gerade im Einsatz habe, und dann hat man eben hier alles aufgelistet, was ich hier entweder am Smartphone oder eben in der Exchange von Crypto.com befindet. Und wie ihr sehen könnt, hier hat sich durchaus einiges angesammelt. Gehen wir jetzt hier mal von den Shiba Inus aus, also wenn die wirklich einmal was werden sollten oder wenn sich hier aus diesem Meme-Coin wirklich einmal wieder ein neuer Hype entwickeln könnte, dann oder sollte, dann könnte hier wirklich einiges zusammenkommen, eben aus diesen Coins, die hier im Supercharger aufgelaufen sind. Und das geht jetzt hier eben komplett durch. Und hier sind auch wirklich ganz spannende Projekte dabei. Einige auch, muss ich zugeben, habe ich selber nicht so wirklich auf dem Schirm, beziehungsweise habe ich mich damit noch nicht so ganz befasst. Vielleicht witzig, ganz unten Terra Luna und Terra 2, also ich denke, da wird sich nicht mehr so viel tun. Aber zum Beispiel Affinity könnte sich durchaus noch ganz gut entwickeln. Oder eben auch die StepMap, vielleicht könnte daraus auch was werden. Oder auch aus, ich hoffe, ich spreche das Ganze jetzt richtig aus Vera City. Also man weiß es nicht, was einmal aus diesen Kryptos wird. Also das könnte sich durchaus einmal ganz ordentlich entwickeln. Denn wenn hier der eine oder andere Coin zu pumpen beginnt, dann hat man eben hier die Möglichkeit, selbigen auch abzustoßen und hier richtig tolle Gewinne aus diesem Supercharger im Endeffekt herauszuholen. Und auch hier kann ich nur sagen, ich bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden damit, was hier mal aus dem Supercharger rausgekommen ist, weil man muss jetzt wirklich sagen, viel habe ich dafür nicht eingesetzt. Also hier sind immer so 200 € im Gegenwert von CRO drinnen und das läuft jetzt hier einfach einmal ganz normal durch. Also das geht jetzt immer von einem Supercharger in den nächsten und hier laufen dann eben diese Coins im Hintergrund auf. Und ich denke, das ist etwas, was ich jetzt durchaus schon sehen lassen kann, vor allem für das, dass ich hier eigentlich quasi nichts dafür gemacht habe, außer hier die Coins im Wallet liegen zu lassen. Und das soll es jetzt eigentlich auch für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, das konnte dir jetzt aufzeigen, was man hier mit diesem Supercharger über die lange Zeit, die ich ihn jetzt durchaus doch schon nutze, erreichen kann. Und wenn es dir gefallen hat, dann sag es bitte weiter. Abonniere meinen Kanal, gib dem Video einen Daumen hoch und sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wieder ein neues Video von mir auf meinem Kanal erscheint. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.